95 eröffnet. Der Grund war, dass 100-jährige Bestehen der Firma Swarovski. Die Idee dazu von Dresden kommt von dem Künstler André Melan. Über 14 Millionen Besucher aus aller Welt durften wir bereits begrüßen. Und so sind wir natürlich immer noch Wien, eines der attraktivsten Sehenswürdigkeiten in Österreich, aber natürlich schön rund um Wien, das schaffen wir nicht. Aber gleich einmal danach kommen schon die Kristallwelten aus Wattens. Doch es ist immer noch ein Familienbetrieb inzwischen in der 5. Generation. Über 5.000 Mitarbeiter hier in Wattens, 26.000 sind es weltweit. Und diese Szene war in der Bühnendekoration in Luxor, in Verdis Opernaufführung AIDA. Rechts davon die französische Künstlerin Elie Sandweil. Sie wollte mit ihren Nana-Figuren durchführen. Weiter geht's nach Spanien, Salvador, eine Kindi schon in der Zeit. Und rechts davon Andy Warhol aus der Serie Gems. Die Kristallwand ist eine tragende Mauer und wird sie auch durch die Ausstellungsräume begleiten. Nicht zu vergessen, die Opernballräumchen werden auch immer von uns gemacht. Sie sitzen da ja an der Quelle, allerdings zum Kaufen gibt es sie nicht. Die kriegen dann die Mädels als Souvenir, als Geschenk. Das war eine kleine Information in der Halle, aber für Sie geht sie erst los. Sie beginnen hinter den Kerzen. Es ist jeder Raum durch einen Vorraum abgetrennt, weil jeder Raum einen eigenen Duft und eine eigene Musik hat. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Was für eine Sache man verbaut? Die Länge auf die Masse Krebs. Da ist auch immer der Kopf daraus, die bleibe ich sie gerne. Schauen wir mal schneller, wenn offen sind. Na, das ist aber ein Denken.